Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir setzen unsere Arbeit fort mit Unkrautbekämpfung auf Feld 60. Dazu starten wir den Kursplayfahrer. Wir sollten nicht von vorne anfangen. Darum, dass ich den alten Kurs, den man hatte, wieder aufnehme. Das heißt, ganz kurz kommt Kontrolle machen. Eine Ansichtskarte, weil was schon gemacht wurde. Das heißt, ist eine Runde gefahren, es ist bei der zweiten bei. Geradeaus. So. Das muss passen. Das sollte nur funktionieren. Ups. Alles gerettet. So, gut. Zur nächsten Aktion. Flüge ich nur, flüge ich nicht. Gute Frage. Sieht Gras aus? Wachsen. Stufe 1. Also noch so weit weg. Bei Gras machen wir nichts. Dann werden wir die Ernte vorbereiten. Das kommt ja garantiert. Es blüht ja schon. Bis wir alles eingefahren haben, das dauert ja eine Weile. Die Lenkung geht nicht. Dreht durch. Wieder aus und einstecken. Wunder.
Wechsellenkung nicht mehr missen. Dran gewöhnt. Ist viel präziser, als wenn ich jetzt mit dem Faktor. Leider. Aber wir können auch Gruppe 2 gehen. Geschwindigkeit auf 5. Schon okay. Ach, der muss ich auch noch wegfahren. Muss ich noch nicht verstehen. Oder weil er fertig ist. Ah, es kann sein, dass er wieder zurückfahren will. Hoffen wir das Beste. So. Wir wollten ja den Düngerdings holen. Können wir gleich den anderen mitnehmen? Den. So, ich gehe noch nicht weg. Thank you.
Angekommen sind wir auch. Ich stelle mich mal hier vorne hin. Das passt. Dann können wir gleich den Überladewagen, der mit Dünger beladen ist, zurückbringen. Es gibt jetzt auch eine Erweiterung, wo man theoretisch Kalk einführen könnte. Keine Ahnung, mal. Die weiten Entfernungen sind eine Überlegung wert. Ich tue noch eine Fräse, wo man den Anhänger beladen kann. Wenn sie da alles umbauen können. Das voll. Jo. Wir müssen ein Leben aufräumen. Das heißt, immer die Anhänger wegfahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wenn ich ablade, geht alles rein. Silo. Alligator. Der ist voll. Das ist eine gute Frage, wo rutscht dann? Die Halle ist irgendwie.
Eigentlich sollte er alleine aufladen. Dann muss ich mal kurz reinschauen. Das ist ach so, hat noch einen Kurs. Okay, da muss ich noch einen zweiten dazu nehmen. Flügen nicht. Überführung. Warum soll ich das fahren? Kann doch reinmachen. Das ist reingestellt. So, das dauert jetzt wie lange? Seht ihr nicht. Okay, macht ja auch nichts. Gut, das war's Coldplay. Ja, die wollte ich eigentlich verkaufen. Weil das mit Befüllen ist dann irgendwie totaler Mist. Das heißt, ein Plätzchen suchen, wo wir laden können. Da kommt es viel lauter, ne? Ja. Das geht da oben, ist gefährlich, da kommt der andere her. Da dürfen wir nichts hinlegen. Wir fahren mal auf Acker. So. Das heißt, natürlich dann auch da hingelegt. Macht nichts. Garage. Verkaufen. Und der erste war schön und gut. Nur später zum Aufladen ist das mir ungünstig. Breit, aber leider unbrauchbar für mich. So. Dann können wir was kaufen. Immer ein Großtraktor. Na, erst kaufen wir eine Seemaschine. Düngetechnik. Lattenschutz, Spreiderwände, Mittechnik, Seetechnik. So, ein Horsch. Da. Der ist auch nicht schlecht. Sack und Dünger. 18 km/h, Breite 14 Meter. Oder Früchte, die man braucht, mal. Der kann genau in der Mitte gefüllt werden. Das sollte funktionieren eigentlich am Punkt. Testen wir. Jetzt brauchen wir noch einen guten Traktor. Der braucht 420 PS. Die waren zu schwach. Der war fast gut. Ich habe da noch einen Mod. 517 PS. Schauen wir mal an.
So, da brauchen wir Radgewichte nicht. Breitreifen. Breitreifen ist gut. Design mit Breitfender. Ah, hier, das meint er schon, wa? Ah. Gut, Design, Testfahrt, wieso Testfahrt? Ach so, nochmal schon sicherlich. Zulassung, Felgenfarbe. Die Hauptfarbe nehmen wir dunkelgrün. Oh, viele Farben. Jo, so schick. Hat keine. Geht um mehr. Motorausführung. 517 PS. Das nehmen wir. Und so können wir auch leisten. Hätte ich genug Geld. Filtern. Oh. Das verschulden wir uns mal. Aber das machen wir in der nächsten Runde, in der nächsten Folge. Ich sag mal Tschüss und Winke Winke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mir aber ein Like freuen oder ein Abo. Dann sage ich dann, ja, ciao, bis zur nächsten Folge. Ciao.